Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Lifeless Planet mit mir, dem Engel Vivar. Wir waren hier stehen geblieben, wir haben eine Person entdeckt, wir sind durch das Labyrinth unterirdischen Gängen da durchgegangen und wir haben jetzt eine Person entdeckt, die Russisch aber zu uns gesprochen hat, also keine, die, sagen wir mal, unsere Sprache spricht. Das ist schon ein geiles Gebäude, muss ich sagen. Echt seltsam. Hier stand die auf jeden Fall. Ha. Okay. Das ist auf jeden Fall wieder eine Audio-Nachricht. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зеленый огонь», кажется достаточно высокой, и мы думаем, что они также могут служить источником пищи для остальной растительной жизни на планете. Чтобы успокоить моих коллег, я вернул генераторы на нормальный выход тока. Но результат... Я вдруг подумал. Интересно, не является ли обилие энергии само по себе сдерживающим фактором военного конфликта? Опустили бы наши враги свое оружие, если бы узнали, что наши реакторы никогда не отключатся? Что осталось бы от их самодовольства, от того, что их флаг находится на Луне, если бы, глядя на Землю, они видели только неугасимый свет могущественного Советского Союза? В сравнении с научным потенциалом, который представлен здесь, ядерное оружие кажется лишь дубинкой дикаря. Все больше наших семей перебирается сюда. Наше общество расцвело настолько, что мы уже можем назвать это место родиной. Новой родиной. Наверное, таким же чувством были охвачены великие писатели нашего времени, глядя на свои бессмертные творения. Истинное совершенство. Okay. Trotz der Bedenken unserer Wissenschaftler erhöht sich die KW-Leistung unserer elektrischen Generatoren um 200%, ohne spürbare Reaktionen der Umwelt. Die Reproduktionsrate der Moosarten, die wir grünes Feuer nennen, scheint ziemlich hoch zu sein und wir vermuten, dass sie auch als Nährstoffquelle für andere Pflanzen auf dem Planeten dienen. Um die Bedenken der Wissenschaftler auszuräumen, habe ich die Generatoren wieder auf Normalleistung gestellt. Aber das Ereignis unleserlich? Ich frage mich, ob diese Energie im Überfluss nicht schon an sich eine abschreckende Wirkung auf die Kriegsführung hat. Wir würden unsere Feinde ihre Waffen senken, wenn sie wüssten, dass unsere Reaktoren niemals herunterfahren. Wir würden sie hier, sie ihre Flagge auf dem Mond bewerten, wenn sie auf der Erde blicken und den stetigen Glanz der mächtigen Sowjetunion sehen. Könnten. Atomwaffen erscheinen wie Knüppel von Barbaren im Vergleich zu dem wissenschaftlichen Potenzial, das wir hier erlebt haben. Immer mehr Familien treffen mit den Männern hier ein. Unsere Gesellschaft blüht in einem vergrößerten Heimatland weiter, in einem neuen Heimatland. So müssen sich die großen Schriftsteller unserer Zeit gefühlt haben, als sie ihre Werke schufen. Perfektion. Ah, okay. Also es ist ein Kraftwerk und das ist halt so gewaltig mit der Stromzufuhr, dass die halt gewinnen. Und das grüne Zeug, was wir jetzt entdeckt haben, das ist Moos, aber halt, das nennen die halt Feuer. Moosfeuer oder so. Und, das ist halt so ein heroischer Text gewesen. Und wir laufen auf jeden Fall weiter. Es kam halt immer mehr Familien hierher. Und das neue Heimatland wuchs. Na gut. Nee. Aber die Frau hat mir ein bisschen Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist eine dünne Frau. Hallo? Was ist das denn? Sie ist auf jeden Fall den Weg hier entlang gelaufen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Da oben ist sie. Eine Überlebende. Aber ohne Sauerstoff. Da oben ist sie. Komm runter! Oder spring einfach. Okay, da müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Wir müssen da lang gehen.
Okay, sie hockt da oben. Ja, dann lassen wir es mal. Wie gesagt, ich kann sie jetzt auch nicht dran hindern. Werde ich auch nicht. Aber es ist eine Überlebende. Die uns beobachtet vielleicht sogar. Scheint mir nicht ganz so sicher zu sein hier eigentlich. Okay, müssen wir jetzt hier einfach runterfallen lassen. Mal gucken, nicht sterben, nicht sterben. Puh, nochmal Glück gehabt. Und da ist wieder ein neuer Hinweis. Oder was ist das? Eine erste Analyse bedeutet auf Almandin oder Pyrupgranate in meinem Glimmerschiefer hin. Dies ist typisch für Mineralien, die sich unter sehr hohem Druck tief in der Erde bilden. Sollte sich dies bestätigen, deutet dies auf Aktivitäten, tektonische Plattenaktivitäten in der Planetenkruste hin, die zu einer lebensfreundlicheren Umgebung beitragen könnte. Das haben wir auf der Erde auch, mit Plattentektonik und so. Ich glaube, wir müssen da lang. Ja, man sieht es ja auch hier. Sieht aus wie so Cookies, Schokoladenstücke, die aus dem Boden wachsen. Ich weiß, war ein schlechter Scherz. Aber es war wenigstens ein Scherz. Na gut, weiter geht's. Ernst bleiben, ernst bleiben, ernst bleiben. Das ist total ernst, das Spiel. Warte mal, hä? Nee, warte mal. Da läuft sie. Hallo? Okay, sie macht hier. Muss ich da runter? Ja. Hallo? Alter, die ist ja krank, ey. Aber das gibt's ja, so eine Sportart. Da wird ja auch in Russland sehr oft ausgeführt. Ja, sie balanciert dem Seil entlang. Und ich muss jetzt weiter in die Schlucht. Tiefer. Immer tiefer. Und da unten ist Wasser. Komisch ist, dass ich jetzt im Moment gar keinen Sauerstoff brauche. Und da ist ein Haus. Ein Häusle. Also ein Turm eher gesagt. Was sich da oben verbirgt. Auf jeden Fall gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Und da ist wieder Sauerstoff. Jetbrennstoff eingesammelt. Arbeiterschubmodus aktiviert. Cool. Alright. Time for some serious jetpacking. Okay, mein Jetpack wurde zwar nicht für Sprünge bei geringer Schwerkraft konstruiert, aber ich komme damit über große Spalten. Ich muss die Jetschübe in bestimmten Abständen einsetzen, um die maximale Entfernung zurückzulegen. Bei zu vielen Schüben hintereinander kann sich das Gerät nicht wieder aufladen, bevor es sich wieder benötige. Und ich komme damit nicht sehr hoch. Ich muss mich entscheiden, ob ich wieder runtergehe, um einen einfachen Sprung zu machen, oder ob ich diesen spannenden, in Klammern, ungefährlichen Weg vorsetze. Wohin denn? Darüber? Sollen wir mal ausprobieren? Komm, machen wir einfach mal. Ist ja gespeichert. Geht doch. Adventure! Ja, geile Sache, ey. Jetzt halt so die Sache. Muss ich da jetzt rüber? Oder muss ich da hoch? Ich gehe mal kurz hier hoch. Okay, da nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter hoch. Ja, aber ich glaube, wir müssen... Warte mal, kommen wir nicht von da? Scheiße, muss ich jetzt lang? Da hoch nicht, ne. Da runter? Ne. Ich glaube, wir müssen da rüber, ne? Oder? Warte, muss mal kurz einmal kurz den Rückweg. Wir sind von da gekommen. Ja, wir sind von da unten gekommen. Das heißt, wir müssen darüber. Oh Gott, im Himmel, das wird jetzt so spannend. Ah,
geil, Alter. Das war jetzt so fett, ey. Okay, aufgeladen sind wir. Aber von wo muss ich denn da hin? Das schaffe ich doch nie und nimmer, ey. Hä? Aber ich muss da. Ich muss da rüber. Weil hier komme ich doch nicht lang. Oh, warte mal, doch. Da blinkt irgendwas. Weitere Proben der Granate bestätigen, dass sie eine Almandin-Art sind. Sie kommen auf der Erde häufig vor, aber diese sind untypisch groß. Die Felsenbeschaffenheit ist metamorph, Alter. Wahrscheinlich durch Gebirgsbildung verursacht, was erneut darauf hindeutet, dass dieser Planet einen aktiven geologischen Vergangenheit hat. Okay. Okay, wieder zurück. Weil da kann ich bestimmt nicht her. Das ist mir jetzt ganz fremd. Ich gehe jetzt nochmal da lang. Ich kann doch nicht da hoch. Auf jeden Fall, aber... Ich gehe mal hier runter. Da leuchtet auf jeden Fall wieder was. Aber ich komme noch nicht darüber! Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ja, guck! Das geht doch gar nicht. Hä? Das mal an. War das nicht schön? Ah, ich kann doch mehrere Mal, also nicht nur ein, zwei Mal. Okay. Läuft sie noch immer noch hier irgendwo rum? Nö. Und jetzt? Darüber? Nee, das traut mich nicht. Also so geht's auf jeden Fall. Jetzt muss ich bestimmt... Ja, darüber. Jetzt muss ich aber darüber. Jetzt auf den. Da haben wir letzten Moment mal Glück gehabt. Okay. Auf jeden Fall ist hier strommäßig gar nichts mehr, weil hier ist ja abgerissen. Alter Vater, wo geht das alles hin hier? Mann, das ist so unverständlich, das Spiel jetzt im Moment. Man hat zwar so einen kleinen... geil. Das ist Regenbogen. Man hat zwar so einen kleinen Eindruck von dem Spiel. Da oben muss ich... so einen kleinen Eindruck, was halt alles so passiert ist. Dass halt, wie gesagt, die Russen auf dem Planeten den bewohnbar machen wollten... Aber geschafft haben sie es. Geschafft haben sie es ja nicht. Das habe ich jetzt so verstanden. Das ist irgendwie so ein Virus und das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Geil. Cool. Warum ist die Plattform? Aber da kommen wir leider nicht hoch. Also so ein bisschen verstehe ich schon. Das sagen wir, dass ich jetzt meine Crew suchen soll, ist irgendwie zweitrangig. Oder vielleicht war das nur das eine Mitglied, das halt wir zu zweit die Crew ergeben haben. Das kann natürlich auch sein. Warte mal. Ah, ich muss da bestimmt hoch. Ich will nochmal zurücklaufen. Oder? Ja.
Ich muss bestimmt auf den Felsen da oben drauf. Hä? Wie soll ich nach oben? Da komme ich doch nicht hoch. Das schaffe ich doch nie und nimmer. Ah, jetzt sind so Stufen. Ach, geil, Alter. Sehr komisch. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Das ist auf jeden Fall eine Plattform. Aber wie? Da sind zwar hier so Einbuchtungen, aber ich komme noch nie und nimmer komme ich dann da hoch. Na, warte mal. Ja, mal kurz einmal aufladen. Vielleicht klappt es doch. Einbuchtung, dann kommt noch ein, ich muss da hoch, weil sonst könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wie ich da hoch kommen soll. Oder? Oder doch nicht? Aber ich gehe nochmal da lang. Hier hochgehen, das geht doch nicht, ne? Nö. Warte mal. So. 1, 2, 3. Nee. Hä? Oh. Das gibt's doch nicht. Jetzt hätte ich fast versucht, die ganze Zeit da hochzukommen, ey. Muss ich doch nicht hoch. Doch, da muss ich doch hoch. Hier muss auch balancieren. Na, ja, geil, ey. Da ist irgendwie so ein was Rötliches da hinten. Seht ihr das? Der Stein? Oder kauert da jemand mit einem Feuer oder was? Weiß ich nicht. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Und dann schauen wir mal. Jo, wir müssen da drauf laufen, ey. Okay. Nicht zu weit! Don't look down. Scheiße, ey. Da reicht ein Sprung. Ein Sprung. Mehr nicht. Fuck, die Wand an, Alter! Okay, langsam laufen. Rennen bringt da überhaupt nichts. Okay, nochmal, bitte. Man muss ja auch schnell gehen. Hier. Guck mal, wir müssen nicht hier so langsam herlaufen. Das Mädchen hat es gemacht, aber die Frau. Und die Außerirdische. Ich glaube, es ist eher eine Frau, weil die Russisch. Ich glaube nicht, dass ein außerirdischer Russisch spricht. This is not planet Earth. Okay, das ist nicht der Planet Erde. Jups. Also wissen wir schon mal, also wir sind nicht am Planeten Erde. Langsam. Also sind wir doch wirklich im Weltraum. Aber komisch ist, warum können die ohne Sauerstoff atmen? Und wir nicht? Alter, was ist das für ein Gebirge, ey. Kurzer Screenshot. Gut. Weiter geht's. Hier ist so ein komischer roter Stein. Frag mich jetzt nicht, was das ist, aber das ist irgendwas Komisches. Okay.
Gehen wir mal kurz einmal da lang. Vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwas. Irgendwie eine Nachricht, sag ich schon, Nachricht. Aber, nö. Hier ist nix. Dann müssen wir noch weiter. Oh, da hinten ist eine... Was ist das denn da? Da aus wie eine Talsperre. Yo, da wird Wasser gestaut. Das kann natürlich auch sein, dass die Dürre hier so ist, weil das Wasser gestaut... Ey, Hammer, ey, was ich schon wieder für Ideen hab hier, ey. Das kann natürlich sein. Das hat wirklich... Dadurch, dass das jetzt hier, Dürre, also halt kein Wasser mehr ist... dass dann halt dahinter das Grün ist. Das wäre natürlich schön, so ein Paradies oder irgendwie sowas. Und ein Sprung reicht wieder. Alter, nee, ne? Hammer, was die erschaffen haben. Das sieht mal richtig fett aus. Was? Okay, jetzt kann ich nur einen Sprung machen. Hahaha, ihr wollt mich verarschen, ey. Oh, vielleicht ging das doch. Einen Schub kann ich doch machen. Okay. Ein bisschen mit Anlauf vielleicht? Nein! Was? Das überrascht mich jetzt aber. Wir gehen noch ein bisschen weiter zurück. Geht doch. Okay, also... ist das wieder deaktiviert. Gibt's da noch einen einfacheren Weg? Hier vielleicht. Sehr schön. Bloß nicht immer zu weit, ey. Manchmal reicht auch nur ein Sprung. Da braucht man nicht immer zwei, drei Sprünge auf einmal machen. Aber jetzt... Da müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Sehr schön. Müssen wir denn da oben lang? Ne, wir müssen nach unten doch. Da geht's nicht lang. Hä? Wo müssen wir denn jetzt lang? Da rein geht's auf jeden Fall nicht. Und runterspringen mache ich auf jeden Fall auch nicht mehr. Hier geht's runter. Ah, da ist die Öffnung. Da müssen wir rein.
bin ein bisschen konzentriert. Also ich denke gerade drüber nach, weil das Spiel ist wieder so... Ich liebe so Spiele eigentlich, wo man halt nicht hundertprozentig weiß, was ist jetzt, was passiert und dies, das, das. Wieder ein Text. Der Damm ist stabil und unser Reservoir wird uns am Leben erhalten. Es wundert mich, wie wenig sich die Taktiken der Kolonisierung in hunderten von Jahren verändert haben. Wir benötigen noch immer Nahrung und Wasser, um zu überleben, sowie Holz, Stein und Stahl für den Schutz. Es spielt keine Rolle, ob wir ihn auf einem fernen Planeten oder einer Insel in der Nordsee bauen. Nordsee, passt. Das Wichtigste ist Überleben. Okay, sie brauchen auf jeden Fall Rohstoffe, die sie im Moment nicht haben. Sie haben zwar hier Stahlgerüste und sowas, aber die müssen halt, wie gesagt, das von anderen Planeten dann holen. Weil hier irgendwie kein Stahlvorkommen ist. Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem Staudamm. Jetzt will ich mal gucken, wie viel Wasser da ist. Ach doch, da, guck mal, da ist einiges an Wasser auf jeden Fall. Und da hinten ist wieder ein Haus und da hinten mehrere Häuser. Jetzt komme ich da bestimmt nicht durch. Und was für große Türen, das sind große Menschen. Jetzt so die Frage. Das gesehen, die Türen, wie groß die oder wie hoch die waren. Echt mysteriös. Ah, jetzt kommt ja Musik. Da war eine Pflanze. Also ist doch irgendwas mit Wald oder Wald, sag ich schon. Guck. Aber wie soll ich denn so hochkommen? Das wird doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Na gut, da würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal eine Aufnahmepause und dann erforschen wir gleich das Dörfchen, was da ist. Und ja, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Lifeless Planet mit mir, dem Ingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!